Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Grenzsimulator 2013 Papers, Please von Lucas Pope. Ja, beim letzten Mal wieder ein tragisches Ende. Hier steht es auch schon in der Zeitung unseres Arbeitstages. Ja, der hat mal wieder abrupt geendet, dank eines lustigen Selbstmordattentäters, der drei unserer Grenzsoldaten mit in den Tod genommen hat. Ja, und die Jungs vom Orden haben auch da vorbeigeschaut. Die haben uns diesmal 2000 Aztotzka-Dollar andrehen wollen. Die haben wir natürlich dankend abgelehnt als braver Bürokrat. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass unsere Familie jetzt wieder nichts zu essen bekommen hat. Ne? Wir konnten uns gerade noch die Heizung leisten, aber Happa Happa war leider nicht. Also mal wieder Fastenzeit bei uns hier auf dem Kanal. Ja, und dann hat man noch Besuch, und zwar vom MFI, vom Ministerium für Information. War auch so ein Bürokrat bei uns, der mal Hallo gesagt hat, und der wollte Informationen zum Orden. Und naiv wie wir waren, haben wir ursprünglich mal so Informationen gegeben, und dann war das Spiel plötzlich zu Ende. Also wir haben gelernt, man darf selbst der eigenen Regierung hier nicht trauen. Aber jetzt genug gelabert, schauen wir uns die Zeitung noch kurz an. Attentäter überwindet wieder Grenze, Kontrollen von Immigranten offenbar wirkungslos. Ja, ganz so würde ich es nicht bezeichnen, aber na gut. MFG mit neuem Direktor, also das Ministerium für Grenzschutz hat einen neuen Direktor. Härteres Durchgreifen an Grenze zugesichert. Das bedeutet für uns natürlich wieder wahrscheinlich jede Menge neue Regeln. Aber gut, schauen wir es uns an. So, da wackeln wir auch schon wieder hier in unser Häuselchen, in unseren Grenzposten. So, und offenbar gab es hier auch schon ein paar neue Freiwillige, die hier Position beziehen. So, hier ist dieser Blödsinn vom Orden nochmal. Ach Gottchen, genau. Und das, diese Visitenkarten von dem selbstständigen Bobo da. Also, es waren, glaube ich, Ingenieure, ne, die er sucht. So, Aztotzka, 5. Dezember. Inspektor, der Neudirektor ist der Auffassung, dass Ausländer bislang noch nicht ausreichend überprüft werden. Ja, von wegen. Ab heute müssen alle einreisewilligen Ausländer einen Anhang A-Identität mit Gewicht, Größe und Erscheinungsbild vorlegen. Oh, jei. Das Kapitel Dokumente ihrer Vorschriften wurde aktualisiert. Mhm. Ja. Also ihr seht schon, es hat sich wieder ein bisschen was geändert. Neue Dokumente dazugekommen. Und wir wissen ja auch, mit der Siegelei müssen wir aufpassen, zumal ja Siegel geklaut wurden. Eieiei. So. Also passt, das ist noch identisch, Dokumente aktuell, Inländerausweis, Einreisegenehmigungen, Arbeitsausweis, keine Waffen oder Schmugglergut, die Diplomaten mit Akkreditierung und jetzt auch die Ausländer mit einem Ausweisanhang. So, sehr schön. So, hier ist die Karte, hier sind die Dokumente. Mein Gott, ich habe immer hier geklickt, ne? Und ich sehe schon, hier kann man das Ganze mit einem Schnellklick machen. Also, tja, wieso nicht? Gut zu wissen. So, schauen wir es uns kurz an. Ausweisanhang. So, Identität zur Prüfung des Aussehens des Ausländers. Ja, okay. Daumenabdruck nur prüfen, wenn Fingerabdrücke in den Akten sind. Aha. Gut. Temporäres Dokument, Ablaufdatum eingehend prüfen. Ja, das wollen wir jetzt dann schon gleich sehen wahrscheinlich, ne? Also wir machen den Laden auf hier, zack. So, hier blinkt auch noch unsere Auszeichnung, hurra. Dann gibt doch mal her das ganze Gedöns. Hier sehen wir es auch schon. Aushang A. So, Verwandte besuchen für 3 Monate. Ja, die würden sich freuen. Besuch 3 Monate, das passt. So, also die Nummer hier passt auch schon mal. Siegel ist in Ordnung. Lysoka, Lydia. Lydia, ja, Name ist auch okay. Das Ding ist auch noch gültig. Also das können wir schon mal zur Seite legen. So, das Ding ist auch mal gültig. Repulien. Repulien. Jawohl, passt. So, Fingerabdrücke. Das Ding ist auch noch gültig. 57 Kilo, ja. 1,61. Ja, wenn man die Haare hier... Ja. Lockige, kinnlange Haare. Was? Kinnlange Haare? Hallo, hier ist das Kinn. Die Haare gehen bis dahin. Hm. Ja. Das wird dann schon passen, oder? Also, gehe ich mal von aus. Weiblich ist sehr hoch. Mein Gott. Ach komm, du kriegst einen Stempel und fertig, da. Tschüss. Hat bestimmt wieder irgendeinen Fehler gemacht jetzt, wa? Nee. Okay. Ich ziehe hierher, ah ja. Mhm. Ja, das stimmt sogar, aber ich sehe schon hier mal, schaut mal, Freunde, Möb. Das passt nicht. Bitte lassen Sie mich durch, ja, hier, so, zack. Luigi.
Was ist denn jetzt los? Ja, der Laden ist zu, verstehst? Darfst hier mitkommen mit den freundlichen Herren? So schaut's nämlich aus. Oi, Luigi kommt. Hallo, ich krieg noch Geld von dir. Moin. Du hast 5 Personen verhaftet, jetzt mault er bestimmt, weil es zu wenig waren. Hier dein Anteil. 10. Du schuldest mir noch was vom letzten Mal, genau. Mehr habe ich jetzt nicht. Ach komm, ey. Ja gut, 10 ist besser als nix, gell? Sind wir zufrieden? Jetzt immer so schön, sei dankbar für das, was du kriegst. Hat er nicht ganz unrecht. So, servus. Was willst du denn? Verwandte besuchen, aha. Einige Wochen, Besuch 14 Tage, ja, Nummer 14, passt auch. Carlo, oh Gott. Carlo, das stimmt schon mal. Castrentius. Wer hat sich diesen Namen einfallen lassen? Oh, je, je. Siegel ist okay, das Ding ist gültig. Passt, das Ding ist auch noch nicht abgelaufen. So, wir schauen kurz in die Karte von Obristan. So, Mergoros, jawohl, passt auch, ist in Ordnung. 1,79, 84 Kilo, hallo? Da stimmt was nicht. Ne? Ja, machen wir mal eine kleine Kontrolle. Ich suche schon mal den entsprechenden Paragraphen her. Grundregeln. So. Zeig mir das Bild mal. Mhm, also Vorderseite mal ganz unverdächtig. Ja, das ist einfach bloß dick geworden. Okay. Grund brauchen wir das Ding gar nicht. Ja, komm du, dann kriegst du hier Stempel. Viel Spaß bei uns. Dann, er nimmt den Scheiß mit. Da. Dann halt nicht. Na gut, dann bleibt das Bild halt bei uns. Wenn es denn sein muss, heben wir uns das Bild auf. So, grüß Gott. Zeig schon mal her. Ich besuche Verwandte. Mhm. 2 Monate, ja, das passt. Das Ding ist gültig. Die Nummer ist richtig. Jaim Sotowski. Jaim Sotowski, männlich. Ja, Bild ist okay. So, Karte Obristan Lorndas. Lorndas passt auch. 75 Kilo, 1,76, ja, doch, Stirnglatze, ja, wir haben halt diese Platte hier, ne, da vorne. Ja, ich glaube, das kann man schon, halt, den hier, kann man schon durchlassen. So, Pat, nächster. So, Mahlzeit. Ach Gott, schau an, wer ist denn das? Ich habe meinen Ausweis verloren. Ich glaube, den hat mir einer geklaut, aber das Spiel haben wir gewonnen, was? Pff, vergiss es, ey. Was ist denn das? Ach, das ist ein Sportler, oder was? Ja und? Häng ich das jetzt da hin, oder? Was soll ich mit dem Scheiß? Häng ich mal da hin. Ja, sorry, Meister, aber das geht nicht. Ne? Du brauchst hier einen Ausweis. Was soll ich machen? Habe ich doch gerade gesagt. Schau mal hier. Da. Tschüss. Was soll der Scheiß jetzt? Ich gebe ihm auch noch einen Wimpel. So erzähle ich dem Trainer. Ja, den Wimpel kannst du da lassen. Das passt schon. Schau mal hier. Dienst nach Vorschrift, ne? So. Servus. Was willst du? Ich bin um zu arbeiten. Ingenieur. Ah ja, okay. Können wir gleich mal den Lappen geben. Von dem einen hier. Ich habe nicht vor, wieder zu gehen. Aha. Übergewicht. Beschreibung. Ach Gott schön, ja. Hm. 68 Kilo, 1,71. Ja, ich weiß nicht. Übergewicht? Hm. Ja, Übergewicht ist das bei mir nicht, aber okay. So. Ja, wobei, hm. Naja, gut, lassen wir das. So. Cameron Switzer. Switzer Cameron. Das Siegel ist okay. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ja. Cameron Switzer. Die können 24 pb. Passt. Das Ding ist gültig. Arbeit. Was hat sie gesagt? 2 Monate, oder? Hat sie nicht gesagt, ne? Sie will bloß arbeiten, hat sie gesagt. Okay, gut, komm schon mal hier. Kriegst du so ein Dingens. Mergeros müsste auch passen. Dankeschön. Mach's gut. Vierte. So, und jetzt? Warum geht's nicht weiter? Ach, das Scheiße müsst ihr auch noch, gell? Ja. Danke. Tschüss. Nächster. Oh oh. Falsche Antwort auf Besuchsdauer. Hm, okay. Ja gut. Kann passieren. So, was willst du? Einige Tage, ja. Transit, ja, ist okay. Nummer passt. Oh, 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 schau doch mal hier. Das funktioniert nicht, mein Freund. Nein.
Sorry, da tut mir echt leid. Aber können wir nicht machen. Ne? Vorschrift ist Vorschrift. Ui, die Uhr blinkt schon wieder. Uiuiui, schnell, schnell, schnell. Komm, gib mir den ganzen Krempel mal hier. Transit, jawohl. 2 Tage, ist okay. Zack, die Nummer ist in Ordnung. Thomas Krapp. Was? Herzogskanner macht das. Ja, komm, hör auf. Thomas Carpentur. Carpentur, Kollegchen, West, Christine, das ist okay. Das Ding ist auch noch gültig. Männlich. Wie schwer ist er? 74, Glatze. Ja, komm. Komm, kriegst du den Stempel. Danke. Und tschüss. Was wollt er denn? Was hat er denn für Probleme? Bleib locker, Junge. Alles ist gut. So, moin. Produktion, aha. Wie lange willst du arbeiten? 1 Monat. Naja, das ist okay. Kollegchen Vedor, ja, das passt auch, ne? Kollegchen müsst ihr, ja, Vedor passt. So, Bild ist in Ordnung. Matthias Kronholm, Kronholm, Matthias. Das Ding ist gültig. So. Das Ding ist auch gültig. Du kriegst hier einen Stempel. Jetzt schnell weg mit dem ganzen... Scheiß, schnell, schnell. Geh weg. Boah, gerade noch rechtzeitig, ne? Jetzt hab bloß gesehen, jetzt wird's dann... Jetzt pressiert schnell weg mit dem Junge hier. So. Sohn ist krank und braucht Medikamente. Ja, das kennen wir ja auch schon. Also. Oh, hat er nicht mehr gezählt, den Zehner. Schade. Schade, schade. Hätte ich gehofft, dass wir den noch durchkriegen, aber hat nicht gereicht. So, aber zum Glück haben wir vom Luigi ein bisschen Geld gekriegt. Heißt, wir haben mit unseren Ersparnissen, ja, das ist sich einigermaßen ausgegangen. Zumindest können wir uns wieder alles leisten, auch für den Sonyman die Medikamente. Das ist doch schon mal okay. Also, nächster Tag. So, ein sicherer Hafen für Verbrecher. Astotzka bekommt zweifelhaft den Ruf. Oh, oh. Antegrischer Geheimnisverräter bekommt kein Asyl in Republien. Ja, dann wird das bei uns wahrscheinlich probieren. Ne? Dann wird er bei uns vorbeischauen. So, 6. Dezember. Nikolaus, hallo. So, das ganze Gebömse hier weg. So. Was haben wir denn hier? Neue Depesche. Das Ministerium für Justiz hat uns um Unterstützung ersucht. Mhm. In den Depeschen des Tages werden ab sofort die 3 meistgesuchtesten internationalen Kriminellen aufgeführt. Ei, nein. Vergleichen Sie die dort angeführten Porträts mit allen Einreisenden und lassen Sie alle Verdächtigen umgehend festnehmen. Es lebe Astotzka und gute Nacht. Ach komm, das ist doch ein Witz. Soll jetzt mal den Scheiß auch noch machen. Ach Leutchen. Komm ich doch mal hier an die Seite hin, so. Na, so. Ja, dann haben wir es wenigstens ein bisschen im Blick. Also jetzt wird's zwar echt hässlich, Freunde. Komm, wir machen den Laden auf. Ah, und der Fußballwimpel hängt auch noch da. So, moin. Arbeiten will sie. Mhm. Ja, interessant. 2 Monate, das passt schon mal. Das Ding ist auch gültig, Siegel ist okay. Diminki, Rushika. Rushika, Diminki. Die Nummer hier ist in Ordnung, das Dokument passt schon mal. So, das, ja, wobei, nee, das müsste auch passen. Was ist das MFA? Ministerium für Arbeit, wa? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Arbeitsausweis, ja doch, das passt sogar. Ist okay. Das Ding ist gültig. Rushika Diminki, ja. Ja, ist auch okay. Also, lass mal gelten. So, die Dame wiegt 53 Kilo, wellige Haare. Naja, sind das wellige Haare? Ich weiß nicht. Na gut, sind wellige Haare. Also, lass mal auch gelten. Ja, 1,78, ja, komm, lass mal auch gelten. So, Republien, Les Renardi, genau. Ist okay, das Ding ist gültig. Ja, aber stopp. Brrr, was haben wir denn hier gesehen? Ich hätte da ein paar Fragen, ne, ich sag gar nichts, ja, ich auch nicht. Tschüss. Gerade noch dran gedacht, in dem Moment, wo ich hier rüberfahre, denke ich mir, hoppala, Moment. Bildervergleiche, das hätte ich gleich machen können, gell? Hätte ich mir jetzt Zeit gespart. Mist, das war doof. Also machen wir künftig anders. Immer zuerst auf die Visage gucke. So, der gehört schon mal nicht dazu. Okay. Und dann können wir hier eigentlich die alte unten ausblenden, weil die kommt ja nicht mehr. So, Transit 2 Tage. Ist aber schön, Transit 2 Tage. Das passt. Thomas Bormann. Bormann Thomas. Weiblich. Das ist schon mal das erste. Grüß Gott. Mhm. Lass mal gucken. Ne? Eine kleine Kontrolle hier. Klick. So, Haihan Import. Das müsste, denke ich, auch passen.
Import Haihahn, genau. So, das Ding gilt auch noch. Das Ding gilt auch noch. Weiblich, tatsächlich, Respekt. Hätte ich gar nicht gedacht. Naja, was nicht alles gibt. Ja, dann passt das. So, dann kriegst du hier einen Stempel. Und Judis. Tschüss. Oh, habe ich hier nicht geschaut. 1,59, ja, doch haben wir Glück gehabt. Kurze Haare, ja. Mein kurzes relativ passt. Danke, tschüss. Nix da. Wir brauchen die Kohle. Komm, hopp, hopp, hopp. Mach schneller. So. Hä? Ist der das? Nee, nicht, gell. Okay. Sah komisch aus. So, was will er? Arbeiten, war, hat er gesagt. Ja, hallo, da fehlt was. Schau mal. Aber was ist denn das hier? Ach, weg mit dem blöden Ding. Ich will den hier. So, und zwar brauchen wir das hier. Zeig ich mal her. Was? Schmann. Das hier brauchen wir. So ist es. Haben wir noch verklickt? Meine Herren doch. Ist sowas Pflicht? Ja. Danke, sorry. Viel Spaß beim Arbeiten woanders, aber nicht bei uns, ne? Das hat man auch schon lange nicht mehr, dass hier diese Einreisegenehmigung nicht da war, ne? So, Ingenieur, jawohl. Wie lange? Ein paar Monate. Hm? 3 Monate, das ist okay. Die Nummer ist in Ordnung. Das Ding gilt noch. Augustia. Azamen. Azamen. Augustia. Siegel ist okay. Passt. Lange Haare. Ja, hochgedreht. Aber das macht ja nichts. Gewicht 1,56. Ja, doch. Ja, wenn man die Haare da wegrechnet. Ist okay. So, dann kriegst du ein Kärtchen hier. Siegel ist okay. Ja, Stempel. Danke. Viel Spaß bei uns. Frohes Arbeiten, ne? Oder so. So, eine Karte haben wir, glaube ich, noch. Hallo. So, was willst du? Freunde besuchen? Mhm. Bleibt einige Wochen, naja. 14 Tage, ja doch. Kann man lassen, sind einige Wochen. So, Hansa Pribeska. Pribeska Hansa. Mögeres Import. Mein Gott, ich habe heute ein Gedächtnis. Also heute ist schlimm, heute kann ich mir nichts merken. Da, au, 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 au. Nein. Tut mir echt leid. Davon weiß ich nichts, ja. Luigi. Ne? Also so gern wie ich dich da hätte besuchen lassen, aber kann ich nicht machen. Komm mal mit deinem richtigen Pass vorbei, dann geht's schon. So, Tagchen. Moment mal. War da nicht irgendwas? Nee. Nee, okay, dann habe ich mich verschaut. So, Astotzka. Horst Christine. Altan, Altan. Jawohl, passt. 52 Kilo passt auch, 1,67 passt, das Brüdel. Oh, schau doch mal hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, gute Frau. Nee. Nö. Luigi, bitte. So, dann haben wir ihn noch. Die kriegen wir auch noch, Freunde. Dem wachsamen Auge des Gesetzes entgeht nichts. Wobei, wir sind ja gar nicht das Gesetz. Wir sind ja bloß hier der dumme Grenzinspektor, ne? So, ein Kollege. Hat 2 Pässe, Möb. Klammer einsparen hier, ich glaube, ich bin. So ein Trottel. Jason Bourne bei uns an der Grenze hier, ne? Jason Bourne 2. Ach Gottchen. Ja, das war ja super fail hier. Das war ja sensationell. Bourne-Sondistrikt, jawohl, den gibt's, das weiß ich. So, Geburtsdatum ist okay. Männlich, Paradiesner, passt auch, das Ding ist gültig. Ja, oder. Willkommen bei uns, alles ist gut, da. Willkommen zu Hause, passt. Es lebe aus Dotzka, genau, hat auch schon lange keiner mehr gesagt. Nächster. So, Servus, da fehlt schon mal der Pass, das ist ganz schlecht. So, was ist da los? Hm? Na, nö, was ist denn ein Pass, ja? Das ist das, was du gebraucht hättest, gute Frau. Aber leider nicht dabei hast, also darf ich dich auch nicht reinlassen, ne? Nein, shit, das war, glaube ich, die alte, oder? Ah, shit, das habe ich jetzt zu spät gesehen.
Ich habe bloß gesehen, Mist, passt, das war nix. Ach Mensch, ist das doof. Ach. Ist das bitterer, Mensch. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Samantha, Samantha, Nummer, passt. Ja, 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 ja. 84 Kilo. Die ist aber groß, ja. Übergewicht, ja, komm. Passt. Danke. Ach, ist das ärgerlich, Mensch. Da, die hätte ich das so locker noch erwischen können. Ja, Leichtsinnsfehler halt. Naja. So, was willst du? Arbeiten? 2 Monate, jawohl, das Ding ist auch noch gültig. Nummer ist gültig. Rangel kennt Skog. Skog. Rangel kennt Sie. Ja doch, Siegel ist okay. Schnurrbart, 85 Kilo, 1,62. 1,62. 1,62. Keine 1,62. Körpergröße ist anders. Na? Was ist da los, mein Freund? So. Mhm. Na gut. So. Bostan, Repulien. Ja, jetzt komm, jetzt sitzt es gerade wurscht. Jetzt können wir da nochmal genau nachschauen. Bostan, jawohl. Für dich kriegen wir eh keine Kohle mehr. Also, komm, du kriegst den Stempel. Dann stecken wir den ganzen Scheiße wieder ein. Und tschüss. Ach, Mist, die hier. Ja, ja. So, wollen wir verziehen, wenn wir Geld kriegen. Was? Schnelles Prüfen vor Doppelklick. What? Ui, wir haben sogar für 11 was gekriegt. Miete, Nahrung, Heizung. Kabine verbessern. Also, was waren das hier eigentlich? Ach, das waren diese Reiter an der Seite von den Büchle, gell? Weil die waren auch neu, ja, ja. So, was haben wir jetzt? Schnelles Prüfen per Doppelklick. Ja, ich nehme mal mit. Keine Ahnung, wie sie das gemeint haben. So, Durchbruch bei Wirbelsäuleneingriff. Nur dank Experten aus Aztotzka möglich. Ja, ja, bei uns schafft schon wirklich die Creme de la Creme, ne? Bei uns im schönen Aztotzka. Aber gut, meine Freunde, dann sind wir für heute eigentlich durch, ne? Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen hier beim Grenzsimulator 2013 Papers, Please. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.